beide Laufräder oben vom Helmut zugesetzt. Ziemlich zügig geht es zur Sache, man nimmt viel mehr Tempo mit und man muss frech fahren im zweiten Durchgang. Das ist gefragt, ich glaube, das ist auch so Marco Odermatt auszeichnet, dass er gerade in diesen Passagen, dass er nichts anbrennen lässt, dass er viel Speed mitnimmt, bevor es dann anfängt zu drehen. Einfahrt steil haben, wo jetzt der Riccardo Tonetti sich drin bewegt. Das ist natürlich die Absicht vom Schweizer Trainer Helmut Krug. Ja, definitiv so. Ja, er fühlt sich in dem zweiten Lauf wohler drin als noch im ersten. Er ist recht verwachsen da drin, hat sich noch knapp qualifizieren, jetzt da kurz mit der Hand hangen bleiben. Sich auch gerade wieder können fangen. Man tut sich natürlich auch leichter, wenn die Piste noch sehr gut ist. Wenn man mal einen kleinen Fehler hat, ist man schneller wieder zurück auf der Ideallinie. Ausfahrt sehr entscheidend. Das kennt man in Sölden noch viel möglich. Unten raus, die ein oder andere Zehntel springt auf die ein oder andere Seite auch. Riccardo Tonetti zum vierten Mal in Sölden am Start. Zum ersten Mal holt er